Ja. So, da sind wir wieder. Bei Sons of the Forest. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Geht so. Hallo. Können gekostet dann. Silenzio. Gern noch. Also die letzte Session war ja recht cool. Ich habe die jetzt auch genauso hochgeladen. Ich war schizophren oder so. Ich nenne dann die erste Folge irgendwie ja einseitiges Entertainment oder sowas. Keine Ahnung, muss ich mir noch überlegen. Und die zweite Folge nenne ich dann, am Ende sage ich auch noch was. Gut. Mir bin ich noch im. Ah, jetzt bin ich eingeladen. Warum war bei mir die Tür versperrt? Kurz. Wegen mir. Wie auch du. Den hättest du von außen innen verschließen müssen. Muss ich da kurz aufmachen und zumachen. Andersrum. Ich habe jetzt gestern mal Oh, ich hoffe, angefangen es mit erklärt deine Kingdom Schwester. Hearts. Und Ja. ich kann nicht sagen, dass ich sonderlich Problem. begeistert bin davon. Es hat ein bisschen mehr Spaß gemacht, als ich da am Anfang da die ganze Zeit in dem Gebiet da rumgelaufen bin auf der Insel und einfach nur gelevelt habe gegen den einen Auf Typen, dem Insel. Ha. indem ich da die ganze Zeit einfach nur geparried habe und das dadurch ein bisschen gelernt habe und immer besser konnte, aber nur bei dem. Ja. Mich dann irgendwie auf Stufe 15 oder so erstmal gebracht habe. Vorhin meintest du noch 12. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, du erinnerst dich an alles. Immer. Nicht, wenn ich's hasse. Warum hängt mein Spiel? Hä, meintest du nicht gerade, das hat noch Spaß gemacht? Das hat auch noch Spaß gemacht, aber danach nicht mehr. Ich will nichts hasse. Dann bin ich dagegen. Mich an das zu erinnern, dann bin ich einfach dagegen. Gut. Und dann bin ich irgendwie auf andere Gebiete gegangen und da wurde das Spiel halt einfach wirklich auch nur nervig. Hey, wo muss ich hin? Ja, keine Ahnung, geh mal dahin, geh mal dahin, geh mal dahin, geh mal dahin. Das ist halt einfach nur so ein Walking Simulator. What the fuck? Was finden Leute daran gut? Der erste Teil ist halt richtig scheiße gefühlt. Immer nur blöd im Kreis laufen. Hey, da tut irgendwer was. Ja, wo muss ich hin? Ja, sag ich dir nicht. Musst du nicht wissen. Geh doch irgendwo hin. Wohin? Ja, Hey, oben Tatze, ins bist du? Baumhaus. Ins Baumhaus musst du wieder. Und dann musst du ins Baumhaus. Weil da oben im Baumhaus, da sind die. Warum? Hey, Tatsache will ich jetzt zu den Gorillas führen. Okay, wo geht der hin? Ja, der geht dir nach. Und wohin? Ins Baumhaus. Warum ist das wie wenn Milhouse redet? Alf ist zurück, in Wegen. Pockform. Im Baumhaus. Everything's coming up Baumhaus. Scheiß Baumhaus. Dass man da auch so Haus, oft Baum, hin musste. Baum, Haus. Und dann hast du Haus, dieses Baum, dämliche Baum, Springen, Haus. was einfach nicht ausgereift ist zu diesem Zeitpunkt. Das Aus. Obwohl es Das da zu dem Ausstellen Zeitpunkt von. halt schon lange 3D-Plattformer gab mit besserem Springen. Das kam. Moment. Was gab's denn, was ich zum Beispiel gespielt habe? Wann kam Super Mario Mario 2 raus? 64. Ich meine, das ja. Rayman 2, 1999. Ich rede gerade eher über PS2 Sachen. Ratchet & Clank, wann kam das? Das ist nie Ratchet & Clank, aber okay. 2002. Muss noch Papier verhauen, Kevin kann nach Bonn schauen, nein, du sollst nie wenig klauen.
Slackbooper, wann kommt das? Wann kommt Slackbooper? 2012. Ha, kommen alle in die gleich, zettig so halbwegs. Aber Raidman 2 auf jeden Fall war schon vorher. Das war ein super Plattformer. Zu dem Zeitpunkt gab es schon genügend 3D-Plattformer, die alle vernünftig funktioniert haben, und dort hast du nicht so einen dämlichen Sprung, der einfach komplett floaty ist, wo du nichts mit erwischen kannst und immer über alles rüberspringst. Ich meine, immerhin hat der einen Ledge Grab, aber der ist auch scheiße. Weil manchmal lässt er den einfach los. Ohne Grund. Wann kam Crash of the Titans nochmal? Wesentlich später. Ich weiß, aber wann kam das nochmal? Weil das war auch ein richtig guter Plattformer. Crash of the Titans. Was? Holy fuck, 2007 kam das erst? Ich hätte 2008 gesagt. Ich hab irgendwie 2006 im Kopf gehabt. Ich weiß, dass ich es aus irgendeinem Grund haben wollte, als es rauskam. Und dann hat mir meine Mutter das dann einmal gekauft. Und dann weiß ich noch genau, dass die damit im Auto dann mich von der Schule abgeholt hat und mir das dann in die Hand gedrückt hat. Heißt es ja Jesus. Hast du dich gefreut? Ich habe mich darüber gefreut. Hast du dir das gedacht? Hast du dann gedacht, gepreist sei Jesus? Ich glaube, ich war sogar an dem Tag einfach krank geschrieben sogar. Gut. Und dann habe ich mich so sehr drüber gefreut, dass ich das Spiel hatte, dass meine Mutter dann irgendwas von wegen meinte, ja, wenn du dich so freust, dann kannst du auch zurück zur Schule gehen. Dann hol mich doch nicht ab, was willst du? Was sind deine Eltern für Pisser? Sie sind generell dämlich. Muss man schon sagen. Gucken die Videos? Nö. Aber das würde ich denen aber auch so sagen, weil oft sind die halt einfach dämlich. Das kannst du ja auch sagen. Das ist ja nicht irgendwie, weil du die hast oder sowas. Du kannst dir ja wohl sagen, hey, ihr bölkt ständig rum. Da, klar, dass ihr irgendwie nicht zurechtkommt gerade hier. Oder das Haus wie scheiße aussieht im Moment. Gut. Ja, meine Mutter beschwert sich die ganze Zeit darüber, dass die keine Zeit hat. Und dann holt die sich aber so ganz viele Sachen von wegen... von wegen, ja, Hund, ganz viele Blumen, unsere Katze ist ja auch noch da, dann noch irgendwie draußen ganz viel Gemüse, dann macht die noch... zusätzlich irgendwelche irgendwelchen Sport. Gut. Ich habe das abseits, Gefühl, deine Mutter hat nichts als Zeit. Dann hat die noch ihre Arbeit, die irgendwie 24/7 gefühlt macht. Weil die sitzt die ganze Zeit da oben vorm PC und arbeitet da und weitaus über ihre eigentliche Zeit, die da braucht. Und dann hilft die mir hier noch. Also ich weiß ja nicht. Wie zählt die sich das fucking an? Wie viele Stunden hat die im Tag? Keine Ahnung, aber aus irgendeinem Grund sagt die dann solche Sachen von wegen... Ich kann nicht mehr und das ist viel zu viel. Ja. Kann ich verstehen. Du hast dich dazu entschieden, oder nicht? Holy fuck. Das ist halt immer dasselbe und die kommen halt mit solchen dämlichen Sachen an. Das habe ich jetzt auch schon mal erzählt hier drin. Glaube ich. Oh, hallo Demon. Hat sich meine Mutter nämlich richtig kindisch verhalten, mir gegenüber. Gut. Da habe ich nämlich einfach nur irgendwie gesagt, was war das?
Hier ist ein Demon, falls du die hart willst. Brauche ich gerade nicht, obwohl schon, aber jetzt gerade nicht. Was ist das da hinten? Achso, das ist eine Chin, da hätte ich fast drauf geschossen. Ja, meine Mutter wollte irgendwie losfahren, hat mich dann kurz angequatscht, hey, wir müssen los, zieh dich an und sonst alles. Das habe ich dann gemacht. Und die kommt nicht mal eine Minute, wartet die. Und dann kommt die direkt mit, wir müssen jetzt los. What the fuck? Und dann will ich einfach nur sagen, hey, das bringt mich nicht voran, wenn du hier mich blöd anbrückst. Deswegen, das sorgt eigentlich nur dafür, dass du hier einfach nur schlechte Werte vermittelst und mich einfach nur wütend machst. Für Dinge, für die ich wirklich nichts kann in dem Moment. Weil ich werde nicht schneller, indem du mich blöd anbrückst. Vor allem, wenn ich schon gerade das tue, was du von mir willst. Aber das wollt ihr dann nicht hören. Redet dann nicht mal mit mir. Die blockt das einfach ab. In dem Moment. Dann habe ich im Auto nachher nochmal darauf zurückkommen wollen. Und dann sagen wollen, dass das einfach scheiße ist. Und dass das pädagogisch auch keinen Sinn macht, so zu handeln. Das wollt ihr nicht hören. Ist deine Mutter irgendwie 13? Ich hab dir dann auch ins Gesicht gesagt, das ist kindisch. Ja, ist doch. Wie gesagt, ist deine Mutter 13. Die sind halt alle nicht effizient. Die können nicht effizient denken und das ist halt das Dämliche. Das hat nicht mal was mit Effizienz zu tun. Das ist einfach nur... Das hat was mit Effizienz zu tun, wenn man solche Handlungen einfach unterlässt. Das ist einfach nur sich bewusst sein darüber, was seine Aktion vielleicht andere Leute denken lassen und handeln lassen. Ja, und die Effizienz dahinter ist, dass du dir solche Gespräche sparen kannst danach. Aber Effizienz ist nicht der Grund für solche Gespräche. Ich finde allem ein bisschen, dass du immer alles mit Effizienz machst. Ich bin halt die gute Version von Deutschland. Ich würde auch nicht solche unnötige Bürokratie halt zulassen. Von wegen, hey, leg mir doch nochmal einen weiteren Nachweis, dass du behindert bist, vor und geh nochmal den ganzen Diagnoseprozess durch. Zum dritten Mal. Wollten die schon mal bei mir mal. Sowas würde ich rausschmeißen direkt. Das ist nämlich nicht effizient. Das ist doch einfach nur scheiße, ableistisch, behindertenfeindlich. Ja, behinderte Leute, die erstmal dreimal da hinkommen lassen, damit die beweisen, dass die das sind. Alter, sitzt du noch im Rollstuhl? Nee, du sitzt im Stuhl? Ja, dann kannst du ja nicht mehr behindert sein. Du kannst ja selbst den Arsch abwischen? Ja. Ja, dann kriegst du keine Pflegestufe hier. Tschüss. Das haben die bei mir ja auch gemacht, ne? Gut. Ich hatte dieses Gespräch wegen Pflegestufe. Hätte ja schon gereicht, mir Pflegestufe 1 zu geben, ne? Das ist ja einfach nur Geld geben. Für bestimmte Sachen. Ja, nö. Weil die Person, mit der wir da geredet haben, hat ja keinen Bedarf da gesehen. Weil, die hat kurz mit mir irgendwie darüber geredet, was ich so mache, ob ich arbeite und sonst so. Ja. Gut. Hier ist Lexi. Lexi? Ja. Bist du Armsi? Nein, Lexi. Komm her. Lexi, Lexi? Ich komm schon. Mir wurde halt jedenfalls diese Pflegestufe einfach nicht anerkannt, weil ich würde ja funktionieren, wie ich soll. Hat man ja gesehen, wie toll ich funktioniere, wenn man jetzt bedenkt, dass ich 5 Wochen einfach nicht arbeiten kann. Ja. Weil ich mich überarbeite, weil ich, wenn ich was mache, dann will ich es halt richtig krass machen.
für ein Perfektionist? Das ist Lexi. Lexi Bexi. Lexi Bexi. Ja, hier ist ein Eingang in die Höhle. Die Hölle. Lati hat mir Maris geschrieben. Ist? Lati hat mir Maris geschrieben. M-A-R-I-S. Sagt mir nichts. Er meinte auch Maris aus Toho. Bariton aus Goto. Bariton. Ich hasse halt diese Einstellung von Leuten einfach. Immer blöd handeln und dann über diese ganzen Nebenwirkungen sich dann wundern. Anstatt im Vorhinein schon zu gucken, hey, was passiert, wenn ich das und das mache? Wie kann ich mir das Leben am wenigsten stressreich gestalten? Und ich mache das ja schon und ich habe trotzdem dann... Ja. Kann dann trotzdem nicht mehr weiter, weil all die ganzen Leute um mich herum sind einfach komplett ineffizient. Jetzt komme ich halt nicht klar. Was mit mir? Dich sehe ich nur, höre ich nur zweimal die Woche. Gut. Ich beschwere mich ja auch über dich. Also sowas macht mich halt auch wütend, wenn Leute halt einfach anderen im Weg stehen. Warum können die kleinen Scheißkinder nicht einfach Schnauze halten, wenn sie da rumheulen? Wir wissen alle, dass das einfach nur ein egoistischer Akt von denen ist, um Aufmerksamkeit zu kriegen, gepreist sei Jesus. Ja, das ist so. Was meinst du, wofür das Schreien gut ist? Ist nicht, weil die nicht einfach, weil die sich so einfach fühlen und das nicht aufhalten können. Das ist, weil die genau wissen, hey, dann hören die erwachsenen Leute, die diese Untertanen auf mich und tun das, was ich will. Keine Ahnung, wenn ich damals geschrieben habe, ist mir wirklich scheiße gegangen. Aber ich bin ja auch nicht mehr typisch, also, ja, ne? Jedes Kind denkt sich einfach nur, ich schrei jetzt, dann kriege ich das, was ich jetzt will. Oder ich habe irgendwie Zahnschmerzen. Eins von beiden. Wie kriegst du das weg? Weil wir kriegen das ja alle irgendwann weg. Ja, du sagst dem Kind, ja, es ist... It is useless. Ja, es ist. Die Zähne tun weh, der Fools, you should eat them. Jetzt da so ein Kleinkind in deinen Händen und dann einfach so, wenn das anfängt zu heulen, don't resist. Ich erinnere mich noch an den einen Typen, der das auf Twitter geschrieben hat mit dem Baby. Wo der irgendwie so einen Vater halt getroffen hat im... ich weiß nicht, ob es in einem Einkaufsladen war oder in einem Bus. Aber da hat so ein Baby geheult und dann hat der Vater einfach gesagt, now is not the time for that. Ach so, das, ja. Das Baby auch gehört. Als wenn die halt nicht auf Logik hören würden. Das Logik ist halt was, was uns alle verbindet. Also das einfach nicht zu nehmen, ist dämlich. Wenn der Mensch ist deutlich unlogischer, als du denkst. Der Mensch hat Logik zu einem Konzept gemacht. Ja, wir können auch logisch handeln. Ja, aber die haben das nicht so benannt. Es ist ein Wort, das
Wir haben 20 Minuten. Okay. Ich stell dich jetzt ruhig. Fuck you. Tschüss.